Lektion 344 aus dem Übungsbuch Ein Kurs in Wundern. Heute lerne ich das Gesetz der Liebe. Das, was ich meinem Bruder gebe, ist meine Gabe an mich. Dies ist dein Gesetz, mein Vater, nicht mein eigenes. Ich habe nicht verstanden, was geben bedeutet und habe nur daran gedacht, das zu bewahren, wonach für mich allein ich verlangte. Und als ich schaute auf den Schatz, den ich zu haben glaubte, da fand ich einen leeren Raum, in dem nichts jemals war, noch ist oder je sein wird. Wer kann einen Traum mit anderen teilen? Und was kann eine Illusion mir anbieten? Doch er, dem ich vergebe, wird mir Gaben geben, die den Wert von allem auf der Erde übersteigen. Lass meine Brüder, denen vergeben ist, meine Schatzkammer mit des Himmels Schätzen füllen, die allein wirklich sind. Also wird das Gesetz der Liebe erfüllt, und also steigt dein Sohn auf und kehrt zu dir zurück. Wie nah sind wir doch einander, wenn wir zu Gott gehen? Wie nahe ist er uns? Wie nahe sind das Ende des Traums der Sünde und die Erlösung von Gottes Sohn? Ein Wunder ist eine Berichtigung. Weder erschafft es, noch verändert es tatsächlich überhaupt. Es schaut lediglich auf die Verwüstung und erinnert den Geist daran, dass falsch ist, was er sieht. Es hebt den Irrtum auf, doch versucht es nicht, über die Wahrnehmung hinauszugehen, noch die Funktion der Vergebung zu überschreiten. So bleibt es innerhalb der Grenzen der Zeit. Doch ebnet es den Weg für die Rückkehr der Zeitlosigkeit und das Erwachen der Liebe. Denn die Angst muss vor dem sanften Heilmittel, das es bringt, entschwinden. Ein Wunder enthält die Gabe der Gnade, denn es wird als eins gegeben und empfangen. So illustriert es das Gesetz der Wahrheit, dem die Welt nicht gehorcht, weil sie der Wahrheit Wege überhaupt nicht versteht. Ein Wunder kehrt die Wahrnehmung, die vor dem auf dem Kopf stand, um, und also macht es den seltsamen Verzerrungen ein Ende, die manifest waren. Jetzt steht die Wahrnehmung der Wahrheit offen. Jetzt wird die Vergebung als gerechtfertigt gesehen. Die Vergebung ist das Zuhause der Wunder. Die Augen Christi übergeben sie an alle, auf die sie in Barmherzigkeit und Liebe schauen. Die Wahrnehmung ist in seiner Sicht berechtigt, und was verfluchen sollte, ist gekommen, um zu segnen. Jede Lilie der Vergebung bietet aller Welt das stille Wunder der Liebe an. Und jede wird vor das Wort Gottes hingelegt, auf den universellen Altar für den Schöpfer und die Schöpfung im Licht vollkommener Reinheit und endloser Freude. Das Wunder wird zuerst durch Glauben angenommen, weil darum bitten impliziert besagt, dass der Geist vorbereitet worden ist, sich das vorzustellen, was er nicht sehen kann und nicht versteht. Doch wird der Glaube seine Zeugen bringen, um zu zeigen, dass das, worauf er beruhte, auch wirklich da ist. Und also wird das Wunder deinen Glauben an es rechtfertigen und zeigen, dass es auf einer wirklicheren Welt beruhte als das, was du vor dem sahst, auf einer Welt, die von dem erlöst ist, wovon du dachtest, es sei dort. Wunder fallen wie Tropfen heilenden Regens vom Himmel auf eine trockene und staubige Welt, wohin hungernde und dürstende Kreaturen kommen, um zu sterben. Jetzt haben sie Wasser, jetzt ist die Welt grün, und überall sprießen die Lebenszeichen, um zu zeigen, dass das, was geboren ist, nie sterben kann, denn was Leben hat, hat Unsterblichkeit.